Stefan Lehmann nimmt sie mit auf die Runde. Unterwegs mit Stefan Kretschmer. Egal wie hart ein Winter in Deutschland ist, liebe Golffreunde, es gibt einen Platz, wo man immer spielen kann. Das zweite Wohnzimmer der Deutschen, wenn ich es mal so sagen darf. Unsere Lieblingsinsel Mallorca. Ich bin auf Mallorca, ich bin im Südwesten, in Andratx hier im Golfclub. Und ich gehe 18 Löcher, meine Damen und Herren, mit dem personifizierten deutschen Handball, wenn ich ihn so nennen darf. Hier steht er, Stefan Kretschmer. Grüß dich, Stefan. Hallo. Schön. Hallo. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass schon einige sagen, Mensch, der Kretschmer, der Handball-Punk, was hat der auf dem Golfplatz zu suchen? 95 waren damals die Vorolympischen Spiele vor Atlanta in Atlanta. Und da war so viel Zeit zwischen diesen ganzen Spielen, die wir da hatten, dass unsere Mannschaft gesagt hat, okay, dann machen wir mal irgendwie Freizeitprogramm und gehen wir auf den Golfplatz. Und ganz in der Nähe unseres Hotels war halt so ein Golfplatz. Und wir haben uns das ganz entspannt vorgestellt. Golfspielen nicht so elitär wie in Deutschland oder Europa. Und so war es dann auch. Die Jungs haben uns einen Card gegeben, haben uns einen Bag gegeben. Und wir durften dann direkt drauf spielen, ohne irgendwie Handicap oder so. Hat die gar nicht interessiert. Und da haben wir uns dann alle so ziemlich infiziert, gleich am Anfang. Du hast die Ehre, bitteschön. Und was der Rebell in der Halle auf dem grünen Untergrund auf Mallorca so alles zu bieten hat, stellt er gleich unter Beweis. Voll auf Angriff, wie zu aktiven Zeiten, zeigt sich der ehemalige Nationalspieler auch mit dem Driver vom Abschlag. Definitiv ein Ansporn für Stefan Lehmann, Länge zu machen. Wie es sich gehört, darf das sportliche Wetteifern bei lockerer Atmosphäre natürlich nicht ganz fehlen. Die Flightpartner fasst gleich auf. Ja, und ich ahne Schlimmes, wenn ich gucke, was da 5 Meter davor liegt. Das ist natürlich schon heftig, weil du schlägst hier 230 Meter Carry. Wenn der noch gerollt wäre, wärst du ja quasi am Grün. Stefan Kretschmeiter lässt auch auf dem Golfplatz seine Spuren. Auf geht's zu den Back 9. Mit dabei ein Loch zum Träumen. Stefans Fantasy. Aha. Par 4, 336 Meter. Was hast du da für eine Fantasy? Also du hast das Loch ja noch nicht gespielt. Ich war gestern schon auf einer Proberunde hier. Ja. Mit ordentlich ausreichender Fantasie. Ja, kann man über den mallorquinischen Wald direkt die Fahne angreifen. Braucht man ein bisschen Können dazu. Was wir beide beim letzten Loch ja nicht so gezeigt haben. Ich habe genug Fantasie auf jeden Fall, um das jetzt zu probieren. Man mag es kaum glauben, aber der kantige Sportler weiß auch die leisen Töne zu spielen. Im Gespräch wird schnell deutlich, der einstige Rebell schaut reflektiert auf seine erfolgreiche Karriere zurück. Mit seinem Abschied aus dem aktiven Profisport nach dem verpassten Olympiagold in Athen 2004 geht eine Ära zu Ende, die ihn selbst weit weg auf dem Grün noch einholt. Stefans Fantasy zeigt sich auch auf dem Grün. Die Schmach von Sydney, die Silberne von Athen. Die Gedanken kommen noch mal hoch. Kann er jetzt wieder wettmachen. 2012 in London. Am 18. Loch. Da ist er! Großartig! Und jetzt hier, meine Damen und Herren. So. Wurmt dich das noch? Was? Diese Silbermedaille, Athen? Oder dass es auch in Sydney nicht geklappt hat? Ich würde alle Silbermedaillen gegen eine goldene eintauschen. Ja? Also EM-Silber, WM-Silber, Olympiasilber. Würde ich alle tauschen für einmal Gold. Ist das so? Geht dir das so ab? Weil nur dann geht man in die Geschichte ein. Mit Silber vergessen sie dich irgendwann. War die Wende für dich in deiner sportlichen Karriere irgendwie von Bedeutung? Ich habe die Ausbildung im Osten genossen, an der Kinder- und Jugendsportschule, die ja besser nicht hätte sein können. Aha. Zweimal am Tag Training schon als 14-Jähriger. Das ist ja unglaublich, was du da mitkriegst. Als ich 16 war, fiel die Mauer und breitet sich irgendwie das neue System für mich aus, wo ich dann auch Profi werden konnte. Idealer hätte es nicht laufen können eigentlich. Ja. Seit seinem 6. Lebensjahr beweist der gebürtige Leipziger Ballgefühl. Seine Eltern, beide im Handballnationalteam für die DDR, legten ihrem Sohn das Talent in die Wiege. Mit dem SC Magdeburg holt er zahlreiche nationale und internationale Titel. Sein Können, aber auch seine kompromisslose Persönlichkeit machen Stefan Kretschmer zu einer Symbolfigur seiner Sportart. Stefan, wie lang ist dieses Par 5 hier, die 18? Keine Ahnung, warte mal. 800 Meter. 435 gefühlt. Meter. Ah ja, es geht ja. Der Handballstar bleibt sich treu in jeder Lage. Ein Rückblick auf die Beziehung zu Franziska van Almsick. War euch damals eigentlich bewusst, als ihr euch ineinander verliebt habt, sage ich jetzt mal, dass das natürlich auch ein Paar war, wo die Medienlandschaft in Deutschland in die Hände geklatscht hat?
Na, bewusst war das schon, aber das war egal. Also es hat jetzt nicht so eine Rolle gespielt, dass man deswegen eine Partnerschaft eingeht. Und dann war das allerdings sehr überraschend, was dann im Boulevard passierte. Also das hat mich dann auch ein bisschen überfordert. Nach turbulenten Zeiten hat Stefan Kretschmer privat auf jeden Fall seinen Hafen gefunden. Mit seiner ersten Frau hat er 2 Kinder. Seine bewegte Geschichte bleibt. Auf seinem Körper hat er sie verewigt. Auch den berührendsten Moment im Leben eines Mannes. Das von meiner Tochter ist schon mein Lieblingstattoo. Das Porträt von ihr, das hat schon ein wahrer Künstler gemacht. Wo hast du das? Nicht schlecht. Komm. Ah. Sehr gut. Ja, das habe ich. Na gut. Am Unterarm. Ein Tap-in. Ich bedanke mich, lieber Stefan Kretschmer. Es war eine wunderschöne Runde mit dir. Hat Spaß gemacht. Zum Abschied will ich aber dieses Tattoo sehen. Zeig mal kurz. Auf deinem Unterarm. Darf ich vorstellen, Martin Keimer, 29 Jahre aus Mettmann, Deutschlands bester Golfprofi. Vor knapp 4 Jahren hat er sein erstes Major gewonnen, die PGA Championship. Vor 2 Wochen mit der US Open sein zweites. Damit hat sich Martin Keimer im Kreise der ganz Großen etabliert. Neben 20 Turniersiegen in aller Welt hat er zudem 2-mal den Ryder Cup mit dem Team Europa gewonnen. Aktuell wird er in der Weltrangliste